Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo und heute bei mir Daniel Exler. Genau. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Ich habe so lange gewartet, dass du endlich mal kommst. Ja. Wir hatten heute einen genialen Gottesdienst. Oh ja, oh ja. Das war kraftvoll. Ja, sehr stark. Wir haben viele Heilungen gesehen. Mhm. Dämonen sind heute ausgetrieben worden. Ja. Und die Leute wollten hier bleiben. Mhm. Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt, 2,5 Stunden, wie kann das sein? Mhm. Aber wir sind heute hier, wir wollen einfach ein bisschen über dein Leben sprechen. Sehr gerne. Was du so erlebt hast. Und genau, wir haben schon gehört, dass du Übernatürliches erlebt hast. Ist das Übernatürliche in deinem Leben natürlich? Ja, ja. Das Übernatürliche ist für normal menschlich denkende Menschen krass irgendwie. Für Glaubensmenschen ist das Übernatürliche normal, also übernatürlich natürlich. Das heißt, wenn du ein Wunder siehst, du wunderst dich nicht mehr so. Genau, genau. Wie bei Jesus. Er hat es gesehen vorher, er hat es geglaubt, hat es schon gesehen und dann kam es in Existenz. Also war ein Wunder kam zustande und für ihn war das total normal. Er war nie verwundert von einem Wunder. War das schon immer so in deinem Leben? Ja, ich bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus und habe immer von Jesus gehört, gehört, dass er einer ist, der Wunder tut, dass er Tote auferweckt, dass er Kranke heilt. Ich habe es immer erlebt, immer gesehen, gehört davon. Und bis Gott das erste Mal ein Wunder auch in meinem Leben getan hat, und habe ich gemerkt, wow, auf dieser Ebene ist es am besten. Ist am besten. Mhm. Darüber wollen wir reden. Mhm. Also du warst MS krank, hast die Diagnose bekommen. So ist es. Und die Ärzte haben gesagt, du bist noch so und so lange und dann ist Feierabend. Genau. Wie war die Situation im ersten Moment für dich? Ganz, ganz schlimm. Die Diagnose kam und die haben gesagt, in 2 Jahren werden sie im Rollstuhl sitzen. Ich habe damals 50% meiner Sehkraft verloren, konnte nicht mehr schreiben, halbseitig nichts mehr gespürt, habe gehumpelt, mal keine Koordination mehr in meinem Bein gehabt. Kann das von heute auf morgen? Das sind Schübe, die müssen innerhalb von 24 Stunden kommen, also innerhalb von einem Tag. Meistens bin ich morgens aufgewacht und plötzlich war irgendwas ausgefallen. MS läuft so, dass es plötzlich kommt, die meisten Arten von MS, dass es plötzlich kommt innerhalb von 24 Stunden und dann fällt was aus. Ja. Mhm. Und MS ist ja eigentlich eine unheilbare Krankheit. So ist es. Okay, jetzt hast du die Diagnose bekommen, die haben gesagt 2 Jahre. Genau. Und dann? Und dann werde ich im Rollstuhl sitzen, haben die gesagt. Wie bist du damit umgegangen? Ja. Das war eine krasse Sache, weil MS, Diagnose, und das war ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß mal, wo ich nach Hause gekommen bin, meine Mama hat geweint. Wie alt warst du? Ich war damals 19, wo ich krank wurde. Und meine Mama hat geweint damals und hat gesagt, lieber hätte ich es anstatt du. Und meine ganzen Geschwister haben das sehr ernst genommen, haben für mich gebetet. Da reingekommen und haben für mich gebetet und haben gebetet und gefastet. Und hattest du Hoffnung, dass du gesund wirst? Ja, ja, sofort, weil ich wusste, dass das Ding ist unheilbar. Die Ärzte können sowieso nicht helfen. Es gibt keine Hoffnung da drin, aber helfen kann nur der König. Amen. Der König, der König. Und er hat schon viele Wunder in meinem Leben getan. Und ich wusste, es wird mir einer helfen können, und das ist Jesus. Ja. Und es war ein Schlag ins Gesicht, es war schwer. Und wir haben geweint zusammen. Ich habe meiner ganzen Familie das erzählt und sie haben mich bereits gesehen im Rollstuhl, haben gesehen, wie ich nichts mehr machen kann, wie meine Berufung nicht zustande kommen kann, wie mein Beruf nicht zustande kommen kann und ich im Rollstuhl sitzen werde. Es war ein krasser Moment. Heute bist du 39, habe ich gerade erfahren. Jawohl. Und dienst Christus von ganzem Herzen, gehst überall hin, machst diese Sachen, eigentlich deine Berufung. Genau. Das wollte Satan verhindern. Kann so sein? Ist es. 100%, ja. Und damals, wie lange warst du dann in diesem Zustand? Ich war 3,5 Jahre krank. Als die Diagnose kam, war ich schon 3 Jahre krank, weil die haben lange gesucht, bis sie das kam. Ja. Und als die Diagnose kam, war der Feind benannt. Und dann haben wir reingesprochen gegen den Feind, gegen die Krankheit MS. Mhm. Und der Name hieß MS, aber es gibt einen Namen, der ist über jeden Namen. Amen. Das ist der Name Jesus Christus. Amen. Der Name über jeden Namen. Und wir haben ihn angesprochen, MS verschwindet aus unserem Leben. Und ich habe die Heilungsbibelstellen jeden Tag ausgesprochen. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Jesaja 53, immer wieder, jeden Tag. Und ich habe es ausgesprochen, ich habe es gehört. Es kam in mein Herz. Ich hab geglaubt, dass das stimmt, was im Wort steht und nicht das stimmt, was mein Körper sagt. Und das war ein Schlüssel in meinem Leben, der Glaube. Jetzt haben wir viele Zuschauer, die sagen, wie kann man zu dem Punkt kommen, dass man das verstanden hat mit dem Herzen? Mhm. Weil du siehst ja körperlich, dass noch alles kaputt ist. So ist es. Aber im Geiste hattest du verstanden, dass du geheilt bist. Genau, im Inneren. Erklär das mal ein bisschen. Genau, das ist Glaube. Mhm. Glaube sieht etwas innerlich, was man äußerlich noch nicht sieht. So ist Glaube. Man kann das nicht produzieren, Glaube. Das geht nicht. Glaube kommt vom Hören.
Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. Und ich habe das Wort Gottes ausgesprochen, jeden Tag ausgesprochen und habe das ausgesprochen, gehört, es kam in mein Herz und dann hat es Glauben produziert, biblischen Glauben. Also ich habe es noch nicht gesehen, es war unverändert krank, aber im Herzen habe ich bereits gewusst, ich bin geheilt. Nicht ich werde geheilt, ich bin geheilt. Warum? Weil das, weil das Wort das sagt, ich bin geheilt. Ich werde geheilt ist Hoffnung. Ich bin geheilt ist Glaube. Es gibt eine Verheißung auf Glaube und diese Verheißung heißt, dir geschehe nach deinem Glauben, nicht dir geschehe nach deiner Hoffnung. Es gibt keine Verheißung auf Hoffnung, ja, sondern auf Glaube. Und ich habe gewusst, mein Körper sagt, du bist krank. Meine Ärzte sagen, du bist krank. Die Diagnose sagt, du bist krank. Die Leute sagen, oh, du armer, armer, du bist krank. Alle haben gesagt, du bist krank. Meine Gefühle haben gesagt, du bist krank. Aber das Wort Gottes hat gesagt, durch deine Streben bin ich geheilt. Und das habe ich angenommen. Hat das sofort geklappt oder hast du eine Zeit gebraucht, um dein Herz zu überzeugen, dass es so ist? Es war ein krasser Kampf, denn damals habe ich nicht gewusst, was ist MS, was ist das für eine Krankheit. Ich musste irgendwelche komischen Bücher lesen über MS und es war deprimierend da, was das alles ist, voll krass. Und die ganzen Nebenwirkungen von diesen MS-Spritzen, ich musste mich spritzen dreimal die Woche. Ich habe mich gefühlt wie so ein Junkie, immer spritzen da jede Woche. Und immer, wo ich mich beschäftigt habe mit diesen Büchern, war mein Glaube auf den Nullpunkt. War so schlimm, wie meine Zukunft aussieht. Dann habe ich die Bibel gelesen, habe das Wort Gottes gelesen, mein Glaube war auf den Höhepunkt. Die MS-Bücher wieder auf den Nullpunkt. Bibel, Höhepunkt. Und ich habe verstanden, es geht hier gar nicht um eine körperliche Krankheit. Es geht um einen geistlichen Kampf. Der Kampf wird gewonnen in den Gedanken. Der Kampf wird gewonnen im Herzen. Der Kampf wird gewonnen in der geistlichen Welt. Und das erklärt die Bibel uns in Epheser 6. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht auf der körperlichen Ebene. Der Kampf wird gewonnen in der geistlichen Welt. Unser Kampf ist gegen Gewalten, Mächte der Finsternis in der himmlischen Welten. Deswegen brauchen wir diese Waffenrüstung Gottes. Unter anderem den Schild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können. Alle feurigen Pfeile des Bösen. Ein feuriger Pfeil war, der mich getroffen hat, MS. Und deswegen sollten wir den Schild des Glaubens nehmen, mit dem wir auslöschen können. Alle feurigen Pfeile des Bösen. Und wenn du jetzt einen feurigen Pfeil bekommen hast in deinem Leben, egal wie der heißt, egal wie die Diagnose ist, egal welchen Pfeil dich getroffen hat, ich möchte dich ermutigen mit den Worten der Bibel, ergreife den Schild des Glaubens, mit dem du auslöschen kannst, alle feurigen Pfeile des Bösen. Ich bin hier, wir machen dieses Video zusammen, ja, um dir zu sagen, jeder Pfeil kann ausgelöscht werden in Jesu Namen. Amen. Und jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Ja. Hast du mit deiner Vorstellungskraft gearbeitet? Ja. Hast du dich schon gesund gesehen? Ja. Wie sieht das praktisch aus? Ich bin in einer super guten Gemeinde und hatte super gute Bibelschullehrer. Und einer meiner Bibelschullehrer, die mich damals gelehrt haben, der schon beim Herrn, schon nach Hause gegangen. Und er hat mir gesagt, Daniel, wenn du schnell wachsen willst, sehe dich bereits dort, wo Gott dich sieht. Und ich war ein kleiner Kind, ich konnte damals nicht richtig sprechen und war nichts gut irgendwie. Aber ich habe mich schon so gesehen, wie Gott mich sieht. Und so habe ich es auch dann gemacht. Ich habe dann trainiert, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Also kann das sein, Gedanken erneuert? Genau. Genau. Weil die Leute sagen manchmal, was bedeutet das, Gedanken erneuern? Ja. Das ist ja sehr praktisch. So ist es, ja. Und ich habe mich bereits geheilt gesehen. Ich habe mich predigen gesehen. Ich habe mich rumlaufen gesehen. Ich habe mich normal laufen gesehen, innerlich. Und dann gucke ich körperlich, humpel rum, ich kann nichts machen. Und das ist ein krasser Kampf zwischen dem Zustand, also zwischen der Realität und zwischen dem Glauben, nämlich das, was Gott mir gibt. Und diese Spannung zwischen den Dingen nennt man Glaube, dass man es nicht aufgibt. Glaubet nur, sagt Jesus. Genau, glaub nur. Und selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, und so das hast du da erlebt. Okay, jetzt ist wahrscheinlich für die Zuschauer diese Frage, okay, wie warst du dann plötzlich von heute auf morgen gesund oder wie kam das Ganze? Nee, nicht von heute auf morgen, das war ein Prozess tatsächlich. Okay. Ich habe gewusst, ich bin geheilt. Nicht, weil mein Körper das sagt, sondern weil das Wort das sagt. Das eine ist die Realität, das andere ist die Wahrheit. Und die Realität ist Krankheit. Die Wahrheit ist, durch meine Streben bin ich geheilt. Und mit der Wahrheit Gottes können wir jede Realität verändern. Jede. Wir brauchen ein Rhema-Wort, ein Wort Gottes für eine bestimmte Situation und können dadurch alles verändern. Wie lange das dauert, ist Gottes Sache. Ob es geschieht, ist unsere Sache. Denn Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Es wird verwirklicht. Das bedeutet, es kommt in Existenz. Es wird reinkommen.
Wann ist Gottes Frage? Ob es kommt, ist unsere Sache. Dir geschehen nach deinem Glauben. Und da habe ich geglaubt, guck auf meinen Körper, nichts verändert. Wieder geglaubt, guck auf meinen Körper, nichts verändert. Das Interessante war, das erzähle ich auch selten, für mich war es egal, was mein Körper sagt. Das hat mich nicht gejuckt, weil entscheidend ist, was das Wort sagt. Ist das nicht verrückt? Ja, das ist verrückt. Glaubende sind oft verrückt und ja. Selbst Jesus wurde ausgelacht. Weißt? Ja, er sagt, genau. Nee, der ist nicht tot, er schläft. Ja, ja, er hat genau, Glauben genau. gesprochen und Leute haben ihn ausgelacht. Ja? Genau. Und dann habe ich geglaubt, was das Wort sagt. Und dann kam ein Prozess zustande. Ganz langsam, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, konnte ich wieder besser laufen. Alle Gefühle kamen Tag für Tag rein. Meine Sehkraft heute zu 100% wieder, Tag für Tag besser. Alle Koordination, meine Hände, Tag für Tag. Und alle Funktionen meines Körpers haben sich in einem Prozess von einem halben Jahr ungefähr ganz langsam wieder hergestellt. Das war ein Prozess bei mir. Es gibt Spontanheilung und es gibt prozesshafte Heilung. Genau. Weil das ist ja auch oft, viele Leute sind ja auch unheilbar krank, sei es Krebs oder was auch immer. Ja. Was würdest du diesen Leuten jetzt in dieser Situation raten? Wie sollen sie hiermit umgehen? Glaube nur. Das ist so einfach. Genau. Zu einfach. Glaube nur. Jesus sagt, zweifle nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hab keine Angst. Also ich kenne viele Leute, die sind unheilbar krank. Viele, die kämpfen schon seit 5 Jahren, 10 Jahren. Und mir fällt immer diese Geschichte ein von einer blutflüssigen Frau. Die war 12 Jahre lang unheilbar krank. Kein Arzt konnte helfen. Keiner konnte irgendwo helfen. Und sie ist zu Hause und sagt, heute, wenn ich Jesus berühren werde ich geheilt werden. Und ich möchte das aussprechen. Ja. Auch wenn keiner dich ermutigen da drin, wenn keiner dir helfen kann. Und so viele Leute haben schon für dich gebetet und keiner kann helfen. Sprich, wenn du jetzt zu Hause bist, heute, wenn ich Jesus berühren werde ich geheilt werden. Die gleiche Kraft kann in dein Wohnzimmer reinkommen. Die gleiche Kraft kann heute zu dir kommen. Ja. Und dann berühre Jesus an seinem Gewand im Geistlichen. Und da wird Kraft fließen in deinen Körper hinein. Das habe ich erlebt. Das hast du schon oft erlebt in deinem Leben. Gott kann alles tun und ich möchte dich ermutigen, wenn du schon lange kämpfst damit, schmeiß dein Glaube nicht weg, schmeiß dein Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung haben wird. Glaube dem König und so wie die blutflüssige Frau, heute, wenn ich Jesus berühren werde ich geheilt werden. Gib nicht auf, kurz vor dem Durchbruch sind die Umstände am schlimmsten, aber gib nicht auf, sondern komm zu Jesus mit Glauben und berühren. Und dann kam eine Aussage von Jesus. Da kommt die Frau zu ihm und dann sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Genau. Er sagt nicht, ich, Jesus, habe dich geheilt. Ja, er sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Das wollen wir auch dahin zusprechen. Genau. Dein Glaube hat dich geheilt. Ja. Halte das fest. Genau. Dieses Video wird dazu führen, dass viele, viele geheilt werden. Amen. Schreib uns. Wir wollen deine Zeugnisse dann veröffentlichen. Weil guck mal, das, was Daniel jetzt macht, Zeugnisse weitergeben, das ermutigt wieder andere. Genau. So darum geht es ja. So ist es. Genau. Das haben wir heute gemacht. Das hat die blutflüssige Frau gemacht. Jesus wollte, dass sie Zeugnis gibt, damit wir das aufschreiben, damit heute im Jahr 2021 wir immer noch rollen von einem alten Zeugnis von vor über 2000 Jahren, damit wir ermutigt werden. Und hier auf diesem Kanal könnt ihr gute Zeugnisse hören, könnt ihr hören von dem, was Gott getan hat. Seid meine Zeugen. Das ist unser Job. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dieser Sache und dann will ich noch über eine andere Sache Jawohl. Sprechen. hattest du nicht Angst, dass es wieder zurückkommt? Ja, es kam zurück. Es kam zurück. Ich habe irgendwann gedacht, ach, das ist locker, jetzt bin ich geheilt, erledigt, nächster Termin, nächster Job. Und ich habe eins nicht verstanden. Das eine ist geheilt werden, das andere ist geheilt bleiben. Amen. Und das ist was Unterschiedliches. Ja. Eines Morgens wache ich auf und da kommen die alten Symptome wieder zurück. Es kribbelt wieder, die Koordination nimmt ab. Ich spüre wenig und ich habe echt eine Glaubenskrise plötzlich bekommen. Oh nein, die MS kommt wieder zurück. Und ich habe echt ein Problem gekriegt plötzlich. Angst wollte sich einschleichen. MS hat viel mit Angst zu tun. Und Krebs genauso. Ist so, ja, Geisterangst. Und das ist ein Geist. Ja, ja. Ja? Ihr habt nicht den Geist der Angst bekommen, sagt die Bibel. Ja. So. Und mein leiblicher Vater ist auch mein geistlicher Vater. Der Beste, den es gibt. Ja? und ich habe echt ein theologisches Problem gehabt. Ein innerliches Problem. Es kribbelt wieder. Die MS will wieder zurückkommen. Und ich komme zu meinem Papa. Sag ich, Papa, die will wieder zurückkommen. Und dann fing er an zu lachen. Sagte, ja, Daniel,
jetzt kannst du den Kampf des Glaubens kämpfen. Was für eine Ermutigung. Ja, und ich hab so echt ein Problem gehabt. Ja. Und er lacht, weil er wusste, es geht sowieso wieder weg. Amen. Jetzt kämpft den Kampf des Glaubens. Und ich habe verstanden, das eine ist geheilt werden, das andere ist geheilt bleiben. Wie bleiben wir geheilt? Genau der gleiche Weg. Durch den Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf, den wir unser Leben lang kämpfen werden. Der Teufel versucht immer wieder zu kommen. Aber wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Bis zu unserem letzten Tag unseres Lebens. Und das Gute ist, wir haben den Sieger hinter uns. Es ist Jesus Christus. Wir haben immer die Siegeskarte in allem. Aber wir müssen kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Wenn du da, sag ich mal, zugegeben hättest, ja, es kommt wieder zurück, wärst zurückgekommen. Genau. Genau, ja. Richtig. Weil Tod und Leben sind in der Gewalt unserer Zunge, genau. Was wir aussprechen. Und ich habe ausgesprochen, nein, durch seine Striemen bin ich geheilt. Ich habe den gleichen Weg wieder gemacht. Bibelstelle ausgesprochen, immer wieder. Glaube kam hoch, MS ging weg. Okay. Und alles wieder gut. Ja. Die Ärzte, wie gehst du damit um, wenn sie die Diagnose ausgesprochen haben? Ja, das ist eine Realität. Das steht auch drin, haben sie auch gesagt. Sie machen ja auch das Beste, was sie können. Sie wollen helfen, das Beste. Aber es gibt einen Arzt der Ärzte, der hat immer das letzte Wort. Das ist der König. Amen. König Jesus. Ja, ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. So stellt er sich vor, auch im Alten Testament schon. Und es gibt einen Arzt, der hat die höchste Autorität. Das ist der König Jesus. Er ist der Dr. Jesus. Ja. Und wenn er spricht, da hat sie immer die höchste Macht. Ja, dein Glaube hat dich geheilt, das hat Jesus gesagt. Und ich habe mich eins gemacht mit seinem vollendeten Werk, nämlich am Kreuz von Golgatha hat jede Krankheit getragen. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Ich mache mich eins mit dem und dann spricht der König Jesus die Diagnosen einfach. Er spricht ein höheres Wort für die Diagnose und das ist das Wort Gottes. Das obere Gericht. Genau. Spricht ein Wort. So ist es. Das heißt, er hat nicht 90% geheilt, in unserem Leben die Krankheit nicht 90% am Kreuz getragen, sondern wirklich 100%. 100%, ja, genau. Das heißt, auch du bist gemeint. Du kannst geheilt werden. Ja, 100% und für jeden. Und nicht für nur für uns. Amen. Jeden. Es gibt keine Ansehen der Person bei Jesus. Amen. Und egal, welche Sünde du erlebt hast, egal, wo du bist und was du falsch gemacht hast, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er sucht dich. Er will genau dich haben. Und er hat keine Ahnung. Wir sind nicht besser wie du. Nein. Überhaupt nicht. Ja? Wir machen halt das Video. Ja? Aber wir sind genau die gleiche Qualität. Weil wir sind geliebt vom himmlischen Vater. Und er liebt dich und er will dich. Er will dich haben. Und viel wichtiger wie deine körperliche Heilung ist, dass er dein Herz kriegt. Er will dich retten. Er will dich rausreißen aus der Finsternis in sein Reich rein. Und die beste Entscheidung meines Lebens ist, dass ich Jesus Christus als persönlichen Herrn und Heiland angenommen habe. Ja. Nicht tauschen für mich. Niemals. Es ist viel wichtiger wie jede körperliche Heilung. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, triff die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Gib Jesus dein Leben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist dein Geist wiederhergestellt. 100%. Deine Seele kann krank sein und dein Körper. Ja. Aber dein Geist ist wiederhergestellt. Jawohl. Und das kann fließen, jawohl, dass du völlig genau. Geist, Leib und Seele. Ja, alles wieder. Ja. Und so kommt Gott. Er macht alles ganzheitlich. Genau. Ja, er macht nicht nur Körperende, sondern alles, Geist, Seele und Leib. Ja. Es ist vollbracht, lesen wir. Ja. So ist es. Und ein Leben mit Geist, Seele und Leib, vollständig für Jesus, ist das beste Leben, was es gibt. Es ist ein Leben in der Erfüllung. Ich wache morgens auf und ich bin erfüllt. Ich habe Frieden. Diese Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und die Umstände? Die stören dich nicht in dem Moment? Ja, manchmal stören sie, die Nerven. Da gibt es einen Schlüssel, den nennt man dann lieben, segnen, vergeben, immer wieder loslassen. Und wenn Umstände schwierig sind, bitte ich meine Brüder und Schwestern, dass sie beten für mich, dass sie mit mir einstehen. Und da gibt es eine Geschichte von Jesus, da waren die vier Freunde, die haben den Gelähmten zu Jesus gebracht. Er konnte gar nicht mehr. Und es gibt manchmal Momente, wo man nicht mehr kann. Es geht nicht mehr. Und da braucht man die vier Freunde. Und sie haben sie zu Jesus gebracht. Und da steht drin, als Jesus ihren Glauben sah, von den vier Freunden, sprach er, steh auf. Ja. Ich möchte zu dir sprechen, wenn du jetzt vielleicht einer von diesen vier Freunden bist. Tu deinen Dienst, weil andere brauchen dich. So ist es. Oft sehen wir nur, wir brauchen Hilfe, aber wir können auch anderen dienen. Ja. Und das ist wunderbar. So, dann, wir könnten auch hier Schluss machen, aber ich möchte noch wissen, du bist ein paar Mal im Himmel gewesen. So ist es. Der beste Ort, den es gibt. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon. Wie, ja. wie ist das? Wie kommt man dahin? Kann jeder dahin? Ich glaube, jeder kann dahin. Weil es ist das Endziel, ja. Jeder Wiedergeborene. Und ich war am 15. Mai 2013 in einer Konferenz. Der Prediger vorne hat gesagt, ich war im Himmel. Und plötzlich wurde ich entrückt in den Himmel. So wie das Wort es eben sagt, wie Paulus es sagt, entrückt in den dritten Himmel. Und ich konnte alles sehen. Ich konnte meine Verwandten dort sehen. Meine Schwester, die gestorben ist, bevor ich geboren wurde. Ich habe die abgetriebenen Babys gesehen im Himmel, die Fehlgeburten gesehen im Himmel. Ich habe Jesus gesehen. Warst du überrascht?
Über was? Was überrascht plötzlich da zu sein? Ja. Okay. Ich habe immer gedacht, ich muss sterben, um den Himmel zu sein. Ja, ja, genau. Ich habe immer gehört von den Leuten, die gestorben sind auf der Erde und die haben irgendeinen Unfall gemacht, genau. Waren im Himmel. Ja. Und dann haben sie Jesus gesehen und dann sagt er, nee, du darfst hier nicht bleiben, deine genau. Mutter betet für dich, deine Frau betet ja, für ja, dich, ja, du musst ja. wieder zurück. Und dann, nein, ich will nicht zurück. Und dann kamen wir zurück. So habe ich gedacht, aha. ist bei mir, ich muss da sterben. Ich war nicht im Gedanken da drin, dass ich auf der Erde lebend im Himmel plötzlich sein kann. Mhm. Da habe ich nicht gewusst, aber sowas gibt es im Neuen Testament. Klar. Sowas gibt es im Neuen Testament. Absolut. Und deswegen war ich sehr überrascht, mhm. wo Gott das plötzlich gemacht hat. Interessant ist, mein Papa, der war nicht überrascht. Er hat gesagt, Daniel, wenn du das zum ersten Mal haben wirst, schreib alles auf. Das hat er mir im Vorfeld gegeben. Wow. Er hat es gewusst, ja. Aha. Und er hat auch solche offenen Visionen mhm. und hat mir schon diesen Ratschlag gegeben. Wenn es kommt, dann macht es. Und dann habe ich es gehabt, ja. Und das war... Wow. Wie war das, Jesus zu sehen? Das Beste, was es gibt. Echt? Mhm. Beschreib das. Jesus zu sehen, den himmlischen Vater zu erleben. Überhaupt das Allerbeste war im Himmel, die Liebe Gottes zu erleben, die Liebe Gottes zu spüren. Ich war zum ersten Mal daheim. Ich habe ein gutes Elternhaus, ich habe gute Freunde, ich habe eine gute Gemeinde, ich fühle mich geliebt. Aber im Himmel war ich zum ersten Mal geliebt. Im Himmel war ich zum ersten Mal zu Hause. Im Himmel war ich zum ersten Mal wie ein Fisch im Wasser. Ich war an dem Ort, für den ich zur Ewigkeit verbringen darf. Und es gibt nichts Vergleichbares, wie eine Sekunde Gottes Liebe zu spüren, ungefiltert. Und das ist dort. Alles, was man sieht, was man spürt, was man fühlt, was man riecht, was man atmet, alles ist Liebe Gottes. Und das ist der beste Moment, also nur für diese eine Sekunde Gottes Liebe spüren, hätte sich schon gelohnt, da zu sein. Wow. Es gibt eine Bibelstelle, da steht drin, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie 1000 irgendwo anders. Ich würde es noch extremer sagen. Ich würde sagen, eine Sekunde Gottes Liebe spüren ist besser wie alles, was die ganze Welt anbieten kann. Es gibt nichts im Vergleichbar zu Gottes Liebe. Wow. Das Beste, was es gibt. Ja. Hast du einen Auftrag gekriegt? Ja, ja. Erste Mal, wo ich dann dort war, habe ich verschiedene Sachen gesehen und so. Und Jesus hat einfach gesagt, sei mein Zeuge. Und habe einfach erzählt bei Gottesdiensten auf YouTube. Einfach erzählt darüber. Und der Hauptauftrag war damals, erzähl, dass die abgetriebenen Babys und die Fehlgeburten im Himmel auf ihre Mütter warten. Wow. Und das habe ich erzählt und so viele Menschen wurden geheilt dadurch. So viele Frauen haben seelische Heilung erlebt, haben einen Trost bekommen, den nur Jesus geben kann. Willst du jetzt nicht auch für die Zuschauer gerade das aussprechen, für die Mütter, die vielleicht Kinder? Ja. Ja. Auch wenn du ein Kind verloren hast, durch Fehlgeburt oder durch eine Abtreibung oder du hast ein Kind verloren, unfreiwillig vielleicht, und du hast Schmerzen im Herzen und du hast Schmerzen, du weißt nicht, hey, wie wird es werden mit meinem Kind? Und ich kann dir eins sagen, deinem Kind geht es richtig gut. Richtig gut. Und dieses Kind wartet auf dich. Das Interessante war, wo ich die gesehen habe im Himmel gibt es ja keine Zeit. Und Zeit ist nur auf der Erde, die Beschränkung, aber im Himmel nicht. Da gibt es keine Zeitbeschränkung, das ist ewig. Und interessant ist, diese Babys warten, bis die Mutter in den Himmel kommt. Und wenn die Mutter in den Himmel kommt, dann beginnt erst das Wachstum. Und das heißt, die Mutter kriegt alles zurück, was sie auf der Erde verpasst hat. Alles. Wie das anfängt zu laufen, wie es anfängt zu wachsen, wie das anfängt zu reden, wie anfängt alles. Was für eine Hoffnung. Für die absolut, Mutter. Absolut. Ja. Und wenn du ein Kind verloren hast, ich möchte dich ermutigen, das Beste kommt noch. Ja. Und die Bibel sagt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und eines Tages wird Gott jede Träne abwischen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht in Selbstmitleid, in Depression, in Zweifel, in Ängsten drin bist, sondern ganz bewusst weißt, mein König hat mein Kind in seinen Händen und bitte lauf den Lauf zu Ende und vollende deinen Lauf. Geh niemals weg von Jesus, bleib an Jesus dran, damit du in die Königsherrschaft eintreten kannst, gerettet sein kannst und dort wartet dein Kind auch auf dich. Und wenn du ein Kind verloren hast, wisse eins, Jesus hat es an seinen Händen und dieses Kind wartet auf dich. Und wenn du Schmerzen auf dieser Erde, du wirst einen großen, großen Trost haben. Und ich kann dir nur bezeugen, der beste Ort ist, dem Kind geht es richtig gut und hat erst am besten Ort, nämlich bei Jesus Christus. Halleluja. Mhm. Wow, das ist ein super Abschluss. Ich würde noch so lange mit dir sprechen. Oh ja, ich auch mit dir. Aber wir würden es heute hierbei belassen. Sehr gut. Wo finden die Leute dich? Also viele wollen vielleicht zu deinen Veranstaltungen kommen.
Was ist der einfachste Weg? Ja. Also ich bin Pastor im Missionswerk Strahl der Freude in Pforzheim. Da predige ich einmal im Monat meist. In Pforzheim im Süden, Stuttgart, Karlsruhe da in der Nähe. Genau, ansonsten reise ich noch in ganz Deutschland rum. Und ich gebe eine Homepage, ich habe eine eigene Homepage, danielexler.com. Und da sind alle Termine, wo ich wann bin, wo ich wann predige. Mhm. Genau, und da kann man auch sehen, wo ich wann bin. Und da kann man gerne kommen, wir können zusammen beten dort. Ja. Genau, du hast es schon gesagt, deine Gemeinde ist die Strahlende Freude in Pforzheim. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich war da einmal. Ich schon öfters. Ja, du warst damals nicht da, aber eine wunderbare Erfahrung auch da gemacht. Und kann das wirklich empfehlen, auch mal wenn ihr in Pforzheim seid, guckt vorbei. Mhm. Es lohnt sich. Da hast du auch was Besonderes erlebt, gell? Eine besondere Gemeinde. Das will ich auch hören. Was hast du da erlebt? Ich habe auch mal eine Frage gestellt. Ja, genau, selbstverständlich. ich habe da auch eine Vision, offene Vision erlebt. ich hatte einen Tag davor ein Kind, das mich die ganze Zeit umarmt hat. Übernatürlich. Wir haben eine Taufe gehabt in Pforzheim und dieses Kind, es war 9 Jahre alt, das umarmt mich die ganze Zeit. Und ich konnte damit nicht umgehen, aber ich habe eine Liebe gespürt. Ja. Und nächsten Tag war ich da in der Gemeinde und auf einmal war ich eine offene Vision im Himmel. Oder ich war nicht im Himmel, glaube ich, aber es war auf jeden Fall, ich war eine offene Vision. Verstehe ich. Und Jesus kommt von der Seite und umarmt mich und geht mit mir wie das Kind. Und er hat mir die gleichen Worte gesagt wie das Kind. Das Kind hat immer gesagt, ich habe dich so lieb, ich habe dich so gern, du bist der Beste. Sowas hat das Kind mir gesagt. Und dann sagt Jesus mir, das war ich gestern. Und dann ist mir auch dieser Bibelvers eingefallen, das, was wir anderen tun, das tun wir, das tut Jesus. Ja. Das tun wir auch Jesus. Genau. Ja, und das heißt, ein Glas kaltes Wasser geben. Ja. Und sowas. Ja. Ja. So einfach war für mich eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Wow. Vor allem da in der Gemeinde. Wow. Für mich echt ein Privileg, dass du es bei uns erlebt hast. Ja, danke, Jesus. Und wir segnen jeden Einzelnen, dass ihr sowas auch erleben werdet. Ja. Nicht nur, dass wir irgendwelche Erlebnisse haben, sondern wir segnen euch, dass ihr das auch erleben werdet in Jesu Namen. Und es gibt einen übernatürlichen Trost. Das ist in den Armen des himmlischen Vaters. Amen. Ganz zum Schluss, bete noch einmal für Krankheiten, was auch immer du auf dem Herzen hast, gerne. Weil die Menschen warten meistens auf dieses Gebet. Sehr gerne. Und dann machen wir Schluss. Sehr gerne. Mach dich eins im Glauben jetzt, wenn wir zusammen beten. Jesus, ich segne jeden einzelnen Zuschauer, ich segne jeden Einzelnen und ich danke dir, dass dein Wort sagt, es ist vollbracht. Amen. Und wir sprechen aus, das vollbrachte Werk von Golgatha, jetzt mitten in die Häuser, mitten auf den Smartphones, mitten da, wo du jetzt zuschaust. Und wir danken dir, Jesus, dass du ihnen jetzt begegnest, dass körperliche Heilung jetzt durchbricht. Wir zerbrechen jede Krankheit in Jesu Namen. Wir sprechen göttliche Schöpfungsordnung hinein. Und wir danken dir nicht nur körperliche Ordnung, sondern auch seelische Ordnung. Jede Depression, weiche Angstzustände, weiche Traumata, das verweicht in Jesu Namen. Und wir sprechen aus, Geist, Seele und Leib, eine Begegnung Gottes mitten in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und wir wünschen euch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.